So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine weitere Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Es ist das zweite Mal in Folge, dass ich das mitten in der Nacht machen muss. Normalerweise screene ich das abends in Ruhe ab. Tagsüber mache ich das alles fertig, schneide das, exportiere das, lade das dann hoch. Jetzt ist es irgendwie kurz vor 1 Uhr nachts. Ich habe vorhin noch meinen 12-Stunden-Stream gemacht. Ich muss das jetzt vorbereiten, weil ich morgen ab 11 Uhr wieder streamen werde mit die Oxys. Die sind immer nur 3 Tage da, das heißt, wir müssen da richtig Gas geben. 18 Uhr die Raid Mania, wo ihr mich einladet, Raid Mania Punkte verdient und 20 Uhr dann diese Raid am Mittwoch-Folge rauskommen soll. Ich traue mich denn, wenn ich so laut zu reden, die schlafen alle, die Nachbarn und so, aber da müssen wir jetzt nochmal fix durch und heute war alles richtig verkackt. Leon ist umgefallen, ne? Kennst du schon, Leon kommt rein, ach, ich schlage jetzt eine Stunde im Flur bewusstlos, Handy ist kaputt gegangen, ich raide so, auf einmal Handy aus, geht nicht mehr an, Mause tot, Akku komplett weg, alles hin und her, ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich mich gleich noch hinsetzen, während das hier exportiert. Und muss mir ein Ersatzhandy zurecht machen, muss alle Accounts da drauf machen, dass ich dann wieder Arenen machen kann, dass ich wieder in Aktion machen kann, dass ich morgen die Raid Mania machen kann. Das heißt, die Nacht wird noch lang. Aber jetzt für euch natürlich die Highlights der Woche und den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim 1-2-3-Kit. Glurak habe ich ja schon öfter gesehen in der letzten Zeit, aber Blastoise noch nicht. Und der 1-2-3-Kit war heute auch mit im Stream dabei, also gestern. Und als kleiner Gast hat er ein bisschen mitgetalkt und rumgemacht, ne? Wenn ihr da dabei wart, wenn ihr das gesehen habt, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und ob ihr vielleicht auch gerne mal im Stream als Gast dabei sein wollt zum Reden. Dann zeigt uns hier Lisa Back-to-Back-Shinies aus dem Raid, die Oxys in der Normalform. Ihr werdet heute so gut wie nur die Oxys sehen in dieser Folge. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, aber es ist einfach die Oxys-Zeit gerade. Die sind einfach überall, Raid ein nach dem anderen. Matze hier, Shiny Psyau zur Abwechslung, sieht auf jeden Fall auch nett aus. Lecker Schmecker beim Drachek hier, 98er Shiny die Oxys auch in der Normalform. Drachek auch mit der Normalform. Also immer noch Drachek, back to back, also das ist ja dasselbe. Jenna hier, danke Skinny, mit der Normalform, Shiny, Jenna mit dem Shiny Rettern dabei. Ich habe einen Glückstausch mit Matze gemacht. Matze hat mir endlich das 100% Terrakium beschert. Ich bin so froh, habe ich direkt gemaxt. 94 Lucky Trades hat es gebraucht, das ist unglaublich. Jewel hier, auf den habe ich schon ewig gewartet, die kleine Pfefferminz. Bohne, ein kleines Kabuto Shiny mitgenommen. Bierschanga hier auch mit Shiny Deoxys in der Normalform. Sören ist Level 50 geworden. Ich grüße alle, die mir dabei geholfen haben. Fühlt ihr euch angesprochen? Schreibt es in die Kommentare. 360 Raids zwischen den zwei Leveln. Also das ist eine Handvoll, ne? Bei anderen stehen da 5 und dafür hat es halt 3 Jahre gedauert. King Hammer bedankt sich beim Tobi wegen dem 100% Milzer. Dafür hat der Stream sich gelohnt, schreibt er auch hier. Ich bedanke mich auch nochmal an Tobi für das 100% Milzer. Ich bin mit Crank aufgestiegen zu Glücksfreunden. Jenna bedankt sich nochmal für die Normalform, die Oxys Shiny. Master Gossi mit dem Shiny. Fan Raid Go AMK. Jetzt ist der Adi schon wieder da und schnüffelt schon wieder hier an mir rum. Irgendwie, also das... Adi, Schatz, was ist denn? Das machst du in letzter Zeit immer zu. Bedankt sich nicht. Der hat ja getradet und hat ein 100% Lucky Maracamba bekommen. Das ist auf jeden Fall auch sehr nett. Brainy, das kann nur mir passieren. Das schlechteste Deoxys aus dem Raid, was man kriegen kann mit 10, 10, 10. Kulli sagt auch nö, hat er auch dasselbe eingetütet hier. Brainy auch also mit dem Shiny, bedankt sich da. Julchen, gerade aus der GBL bekommen, 100% Lavita, auch fette Sache. Sabrina durchs Tauschen auch ein 100% bekommen, sogar ohne Lucky, ein 100er Riolu durchs Tauschen bekommen.
Zelda bis zum Schluss durchgehalten mit den Shadrago Raids, um endlich das Shiny zu bekommen. Da ist er nach über 100 Raids, dank dir. Und dann noch in der letzten Sekunde geschafft. Tausend Dank. Heißt jetzt auch Ramses, ne? Der Heigo zeigt uns hier wieder einen Flunkiefer. Oder das, was vom Flunkiefer übrig ist. Ist auf jeden Fall alles total verpixelt und verbuggt. Matze auch hier. Shiny Marmolita mit Julchen. Bin ich auch Lucky Friend geworden. Master Gossi nochmal hier. Gerade bei mir vorbeigeschwommen. Nimmt mal mit. Shiny Weilmar. Heiko nochmal mit dem Angriffsdeoxys, da hat es nämlich dann schon gewechselt, dann kam er in die Angriffsdeoxys, 98er Shiny hier dabei, Matze mit dem Krypto-Shiny, Teddy Ursa, Zelda, 5. Raid wurde Shiny, dann Ramses ja auch das Angriffsdeoxys, Henry Niki mit dem Angriffsdeoxys, dann bin ich mit Patsch zu Glücksfreunden aufgestiegen, wir haben natürlich auch getauscht, aber erstmal gab es beim Brainy auch das fast 100er Angriffsdeoxys in Shiny, Jenna mit dem Angriffsdeoxys, Brainy, Glückwunsch an alle. Aluhut, 1. Raid, ich habe fertig mit dem. Die meisten spielen ja nur, bis sie das Shiny bekommen, dann nicht mehr. Obwohl, bei der Verteidigungsform hat es mich gepackt. Ich hätte gerne einen 100er von der Verteidigungsform. Habe heute auch mega viele Raids mitgemacht. Also gestern dann. Mittwoch werde ich nochmal gucken, wenn das Handy bis dahin funktioniert, das Ersatzhandy, ob ich wieder richtig mitmachen kann. Hier also der Lucky Trade mit dem Patch, 100% Voldolos bekommen. Kesto frisst hier und guckt Ramses, so muss das sein. Fang nix, auch mit dem Shiny Deoxys. Jetzt sehe ich gerade, das habe ich doppelt am Ende, nämlich nochmal. Angriffsform, Kulidita, schön. So, falscher Account, 100% Gladiantri, was ihr ja momentan nur brüten könnt. Also noch ein seltenes 100er. Pupsi bedankt sich ja auch, war wohl, glaube ich, aus der Raid-Stunde heraus. Dankeschön, auch Angriffsdeoxys. Bierschanke, einen Tipp, wie ihr die Raid-Codes bei Raids für Zuschauer immer seht. Schreibt es euch einfach auf den Zettel, beziehungsweise sind das abwischbare Wolkenmagneten-Dings-Gedöns. Steht ja da, lest es euch durch, ich habe jetzt keine Zeit. Leon Maurice auch gesagt, er lädt sich auch mal ein. Er macht jetzt auch mal einen Raid mit, ne? Und was ist passiert? Er hat direkt das 100% Angriffsdeoxys bekommen. Da hat er wieder Bock gehabt. Heigo gönnt sich Ramses in der Küche beim Essen. Skandalfahrer. Lucky Trade, 100% Shadrago bekommen als Glücks-Pokémon. Jetzt noch die XL, viel Spaß dabei. Wer weiß, ob das nicht irgendwann auch mal wild erscheint. Skandalfahrer, da hat sich ein 100er getan. Tarnbignon hier. Matze. Nochmal, Nummer 2 mit dem Shiny Krypto Teddy Ursa. Madiba hatte auch mal Glück. 100% Krypto Kindwurm. Auf jeden Fall eine mega fette Sache. Da würde ich aber warten mit dem Entwickeln, bis mal ein C-Day ist, wo man dann das entwickelt, um die C-Day-Attacke zu bekommen. Weil das mit der C-Day-Attacke besser und sinnvoller ist als mit der jetzigen. Und Frustration weg, alles hier. Also das würde ich auf jeden Fall mal hochziehen auf 50, wenn du da Bonbons hast. Leider die falsche Form, immerhin 100%. Formwandel wartet auf mysteriös und legendär. Drachek auch hier hat das bekommen. Das Angriffsdeoxys als 100er wollte auch. Das Verteidigungsdeoxys als Scorp Jens, immerhin ein 100er. Flauschling und ein 100er Froxy. Der Kleine wollte auch mal zu mir. Lost Lüft fand ich auch sehr cool, dieses Bild. Ich habe nicht erwartet, diese Entscheidung noch einmal treffen zu müssen. Dass ihr euch der ist Level 50 und muss sich jetzt nochmal entscheiden zwischen dem Starter, Glumanda, Bisasam oder Shiggy, laut dem Bild zumindest. Der meiste Schaden, den ich bis jetzt gemacht habe, war ein Duo mit einem Level 23er, also Solo wäre es mehr gewesen. 11.453 Schaden. Habt ihr schon mal mehr gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann hat er sich noch ein Shiny Schwalbini mitgegönnt. Wegen einem Freund nochmal ins Spiel, hat sich gelohnt. Shiny mitgenommen, Selal. Hat mir wieder 10 Millionen Bilder geschickt. Hier Shiny Pantimimi, Shiny Galazickzacks, Shiny Onyx, aber ist ja eh geboostet. Der eine, der jede Nachricht in der Gruppe liest, aber nie schreibt, den kennt ihr bestimmt auch, diesen einen. Nochmal Shiny Flunschlick in der Gala-Version. Dann wieder das bekannte Meme. Diesmal Akkustand 15, bitte laden Sie Ihr Telefon auf. Eben warst du noch bei 100, ich habe dich kaum benutzt. Akkustand 10, bitte verbinden Sie Ihr Handy mit dem Ladegerät. Ist ja gut, ich suche das blöde Ladegerät. Ihr Telefon wird heruntergefahren. Ihr kennt es bestimmt auch alle. Das fand ich auch cool. Wenn mir die PlayStation 4 sagt, ich soll weiter drücken, macht man ja eigentlich auf X. Aber ich vorher Nintendo gespielt habe, also drücke ich auf den Kreis. Also
Zockerfakten, wa? Es hat 20 Jahre gedauert, bis Relaxo endlich aufgestanden ist. Kennt ihr vielleicht die einzelnen Sprites aus den einzelnen Spielen? Celalia auch, Shiny Crypto, Teddy Ursa mitgenommen. 100% Voldoball, ich glaube, erlöst, so wie es aussieht. Shiny Damen hier, Plex. Ich glaube, ich trinke noch eins. Meine Frau beißt mir sowieso später den Kopf ab. Fand ich auch genial. Ja, diese Gottesanbeterin, ihr wisst, die Weibchen, die sind größer, die. Nach dem Akt fressen die immer das Männchen auf. Also, trinke immer noch eins, ne, kein Problem. Celalia hier auch. Lucky Hopspross, 100% bekommen beim Traden, genauso wie Habitak hinterher. Burkhard zeigt uns die Weltprobleme in Berlin. Ganz klar, das sind Pfannkuchen. In Bayern, nee, das sind Krapfen. Und der Rest der Menschheit sagt einfach, ja, das sind Berliner, ne? Kennst du doch. Also, wie sagt ihr dazu? Pfannkrebel? Krapfen, Pfannkrapfen, Pfannkuchen, Kuchenkrapfen, Krebel, Balm, irgendwas anderes, das sind Berliner, kennst du so. Burkhard auch noch hier, 100% Froxy mitgenommen, Burkhard mit dem Normal, die Obsis Shiny, Sarina hat den Jackpot gezogen, finde ich auf jeden Fall mega krass, denn die hat nicht nur das schlechteste Verteidigungsdioxys mit 10, 10, 10 und das Shiny, sie hat auch das 100% bekommen und sogar mit Wetterboost, das möchte ich eigentlich haben jetzt die Tage. Dann Koselinchen, danke fürs Kommen. Ich muss schon sagen, du bringst mir echt Glück. Ein Raid dieser Deoxys-Form und du nimmst meine Einladung an. Und dann gleich ein Volltreffer. Hoffe, deiner war auch gut oder wenigstens ein Shiny. Bei mir leider dann nix, aber später auch. Also ich habe die Angriffsform auch als Shiny bekommen. Die Verteidigungsform jetzt heute auch. Gefühlt nach 100 Raids. Koselinchen hier auch, also nochmal Shiny Deoxys, Shiny Psyauder mitgenommen, Shiny Shadrago, Shiny Deoxys. Normalform, nochmal Shiny Psyau, aber hier bei Margo FedEx plus Margo FedEx mit dem Angriffsdeoxys, dem Angriffsdeoxys, weil das war das schlechteste mit 10, 10, 10, hier ein 98er sogar, noch ein Shiny Psyau, Marco mit dem Verteidigungsdeoxys, alles Shiny, Daniel Love zeigt uns hier seine Bärenfalle, die er gebastelt hat, auch in Shiny, Sören, guter Start in die Woche auch, Angriffsdeoxys, Alexander Ahringer, du wirst auf jeden Fall nachher noch gegrüßt, denn du stalkst immer den Schilling so. Daniel Schilling gefunden für Raider Mittwoch. Für Raider Mittwoch Daniel Schilling gefunden, schon wieder. Ne? Und dann hat er selber auch endlich das Shiny für Raider Mittwoch. Angriffsdeoxys war heute auch da, wollte die Verteidigungsform machen. Hat noch nicht geklappt, er hat gerade wenig Raids gemacht, vielleicht die Tage nochmal. Tiso, da hat mein Sohn aus der Wildnis gefangen. Shiny Kinnwurm mit mächtig brutalen IV, aber eigentlich hätte ich den gar nicht mit reinnehmen dürfen, weil es ja nur ein normales C-Day-Pokémon ist. Tiso, danke, Zaragoza, 100% Deoxys, Angriffsform, nimmt man mit. Und danke für deine Zeit und deine Einladung und es hat nur ca. 110 Raids gebraucht. Nur, jetzt wisst ihr, was ich meine, Rate 1 zu 20, aber es kann auch mindestens einen Raid und höchstens alle dauern, bis ihr das Shiny bekommt. Jenner hier nochmal, Normalform Deoxys, Angriffsform Deoxys in komischer Embryo-Stellung auch dabei, MTV Frost, 100er Psyau für Raider Mittwoch, Andy Project, jetzt kleiner Gruß an den Chillingstalker. Ich habe neben ihm im Raid gestanden, also der Alexander Ahringer verfolgt den immer, wenn er ihn in der Arena sieht, aber der Andy Project hat einfach im Raid neben ihm gestanden und ist sogar mit ihm noch auf der Anzeige hinten gelandet. Dubby, gleich am ersten Tag, habe es vergessen zu schicken, auch das Normaldeoxys in Shiny. Heiko mit dem 98er, Shiny Angriff, Shiny Flunschlick, Shiny Porenta, Shiny Flunkiefer. Benjamin hat wieder die Dreier-Raids solo probiert. Als erstes hier also einen Zwirrklopp solo geschafft, einen Rizeros solo geschafft. Dann hat er sich mal hier an das Deoxys rangetraut, so wie theoretisch früher 13 Sekunden hier übrig. Dann hat er es nochmal gemacht mit einem anderen Team. Hier hat er nämlich nur Katapult. Hier hat er nämlich nur Despota gehabt und hier hat er dann das Unlicht-Team genommen und plötzlich 70 Sekunden Zeit. Das war auf jeden Fall ein großer Unterschied. Thomas Bo zeigt uns einen coolen Pokestop, den man vielleicht so als Postkarte auch mal verschicken kann. Relax, Relaxo, Relaxo am Jugendtreff. Cooles Bild, sieht doch gut aus. Sowas sind Pokestops, nicht was andere da immer so einreichen. Thomas Bo auch mit dem 100% Deoxys
in der Verteidigungsform. Stiernacken, habe ich ja gesagt, würde ich auch gern haben. Den Reniki auch das 100er Deoxys mitgenommen. Jenner hier gebrütet, Shiny Quapsel, da ist es dank Thomas, Shiny Deoxys nochmal, danke Ramses, der 9. Raid war es, bei Zelda auch Shiny Deoxys, 1, 2, 3 geht Shiny Deoxys, nachdem das Beste abhaut, kommt der Trostpreis, dem ist nämlich ein 100er geflohen heute, er wusste auch zu spät, dass es ein 100er ist, danke für die Einladung, auch hier Brainy, Shiny Nartusek, Shiny the für the Raid, das hat noch gefehlt. Angriffsform auch noch, erster Raid direkt shiny, also ihr seht alles und noch was Goldenes, noch ein kleiner goldener Ramses, Grüße gehen raus an dich Ramon, danke, Natusek, Grüße zurück auch an dich, Julchen hier, vielen Dank an Faradjan, für Schundo Nummer 9, Fangnix, shiny die Oxys, aber ich glaube das ist dasselbe Bild, was ich vorhin zwischendurch schon mal hatte, und ich bin so müde und so fertig und muss mein Handy fertig machen und das waren die Highlights, jetzt noch der Schocker der Woche und ich hoffe, nächste Woche geht dann alles wieder gesittet und ruhiger zu, wenn die Deoxys endlich verschwunden ist und die ganzen anderen Pokémon auftauchen wieder in den Raids, die wir jetzt noch nicht wissen. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Master Gossi, nämlich dieses Angriffs Deoxys als Shiny mit 100%. Wir haben so viele Shinies gehabt, wir haben so viele 100er gehabt, aber es gab nur ein 100% Shiny Deoxys in der Angriffsform, auch solo machbar, ganz gut, hat richtig starke Werte vom Angriff, richtig schlechte Werte von der Verteidigung, ich finde das Teil in dieser Farbe einfach mega genial, mir gefällt die Verteidigungsform natürlich besser, aber ein 100% Shiny ist immer was Geniales, kannst du nicht ersnipen, musst du Glück haben, hat's gehabt, 100% Shiny Deoxys. Mal gucken, was die Woche noch so bringt. Nächste Woche wird es wahrscheinlich immer noch ganz viele Deoxys-Bilder geben. Ich komme gar nicht mehr klar hier. Und ja, irgendwann werde ich auch mal wieder fit sein im Kopf. Denn ich kriege überhaupt gar nichts mehr mit, außer rum. Ich sehe nur noch Deoxys hier, Deoxys da, Deoxys bla bla bla. Dann gibt es auch wieder andere Sachen, wieder Unboxings und Ramses Kitchen-Dinger für zwischendurch. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns am Donnerstag wahrscheinlich nämlich auch schon wieder in einem 12-Stunden-Stream mit Deoxys in der Verteidigungsform. Bevor am Freitag dann die Speed-Form reinkommt, also die Initiative-Form und das Ganze wieder von vorne losgeht mit der Shiny-Jagd. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.